Oh, exciting stuff. Der erste Videoblog für Spread Love. Yay! Hat auch einen speziellen Anlass. Ich wollte vorerst mal sagen, ein riesen Dankeschön. Ich freue mich mega, wie sich unser kleines, feines Grüppchen entwickelt. Ich sehe, wie ihr alle postet und eure Haarberichte teilt und eure Erfahrungen und das good stuff. Ladet Leute ein, addet Leute zur Gruppe, because that's the point. Ich selber habe mich ein bisschen rar gemacht in letzter Zeit, ich weiß. liegt einfach an meinem crazy Schedule, den ich im Moment habe. Aber I'm trying to take baby steps. Und es ist so mein erster Versuch. In diesem Vlog möchte ich mit euch ein bisschen über diese ganze Natural Hair Geschichte reden. Warum es bei Spread Love nicht ausschließlich gehen soll. Spread Love, Soul Food and Hair is about hair. Period. Ich will niemanden ausschließen, der seine Haare relaxt, der vielleicht gerade am Überlegen ist, to go natural, der schon natural ist und der volle Pro ist. Weil viele Mädels von euch, I can see you posting, you know, you girls, you know. So, deswegen freue ich mich umso mehr, dass dieses Natural Movement, dass es so weit ist. Wie es ein paar von euch wissen, ich bin ja seit 2 Jahren jetzt natural, did the big chop and everything, learning to love my hair. Es ist ein Lernprozess, wie ihr wisst. Deswegen habe ich auch so viel Mitgefühl mit Frauen, die sich nicht trauen oder die halt immer noch ein Problem haben, ihr Haar zu akzeptieren. Und um ehrlich zu sein, auch für mich ist es immer noch ein Struggle, hier und da. Meine Haare sind jetzt eigentlich kürzer, als sie aussehen. Das ist wirklich, das sind so Überreste von einem Twist-Out. Und ich bin, wenn ihr euch an das Chart erinnert, das ich gepostet habe, ich bin 4B, 4C. So my hair is like kinky, kinky. Nichtsdestotrotz, trotz all diesem ganzen I love my hair and I embrace it, hat man immer wieder so Phasen, as a natural girl, you know what I'm talking about. Hat man immer wieder so Phasen, wo du deine Haare nicht wirklich geil findest. Ich bin gerade in so einer Phase. I wanna have long hair, like now. Kommt immer im Sommer. Vielleicht ist es bei euch auch so. Es kommt Sommer, du kriegst Bock irgendwie auf Braids. Du willst irgendwie diesen sexy Summer Look. Du willst was anderes, du willst was ausprobieren. You wanna do something different. Like something, you know, that's kind of like out of the box. Braids, by the way, wirklich großes Thema. Ich krieg viele Mails von euch, viele Mails von Frauen, die mir schreiben, sagen, okay, wo kann man geile Braids machen in Berlin? I will let you know when I know. für mich, ich habe Braids gemacht, ich habe die Twists gemacht, die Havana Twists, Fotos seht ihr auch hier im Blog. So for me, I'm kind of over it, for now, kommt vielleicht wieder. Aber meine Vorstellung für diesen Sommer war halt wirklich like a big long afro. Like I wanna have my hair, but long. kinda, sorta. Und bin online gegangen, habe geguckt, was es gibt alles. I did the wigs. Ich habe Afro-Perücken gemacht, ich habe Afro-Weaves gemacht. Es gibt ja Texturen, die Afro-Haar mimiken. Aber I'm trying to take baby steps. Und es ist so mein erster Versuch, wie man sich dann auch als Tressen einnehmen kann. Problem bei der Sache ist, wenn du wirklich einen konstanten Weave machst, für ein Afro, it's gonna be a big mess after a very short time because the hair tangles. Also bleiben nur Perücken. Perücken sind nicht unbedingt jedermanns Sache, weil selbst wenn du dein Haar draußen lässt, ist es halt immer irgendwie, du hast immer das Gefühl, okay, es ist eine Perücke. Und für den Sommer sowieso eher unpraktisch. Also habe ich mal geguckt, okay, was gibt es online? Und bin dann auf eine Seite gestoßen, Curly Clips. Link und die ganzen Infos mache ich noch drunter, unter das Video. Und es klang für mich nach genau dem, was ich suche. Und deswegen dachte ich mir, okay, ich muss es bestellen, ich muss es testen, weil gerade für Frauen, die gerade in der Transitioning-Phase sind, die ihre natürlichen Haare tragen und sagen, okay, ich will jetzt den langen Afro, ich will jetzt the big hair, dann ist das, glaube ich, das Richtige. Ich habe es noch nicht getestet, ich habe es wirklich gerade erst bekommen und ich war so excited, dass ich mir dachte, okay, ich setze mich jetzt hin und mache das Video für euch. While the excitement is still fresh. Du brauchst 2 Pakete für ein to do a full head. Und es ist 100% human hair, also kein gemischtes Haar, sondern wirklich 100%. So sieht's aus. Das ist süß mit den little ribbons she puts on there.
Und die Farbe ist natürlich, also die kommen, du kannst keine verschiedenen Farben bestellen. Sie macht auf Wunsch Custom Coloring, aber das kostet natürlich extra. Sag, du hast halt keine Shedding, die Haare gehen nicht aus in dem Fall, weil du weiß Clip-Ins sind. Und du nimmst sie für gewöhnlich wieder abends raus. Oder du nimmst sie halt wirklich nur für einen Style, wenn du sagst, okay, ich will jetzt einen Ponytail haben oder einfach einen speziellen Style. Also deswegen glaube ich, dass sowas wirklich cool ist, weil du einfach viel flexibler bist, was das Styling angeht. Was ich super finde. Die einzelnen Tressen sehen so aus. Okay. Und ich würde mal sagen, von der Farbe ist es jetzt eine Color 2. Vielleicht Color 3. Also es ist ungefähr so, wie es bei mir beim Ansatz ist. Ja, Color 2. Also in meinem Fall muss ich auf alle Fälle hier noch was bei der Farbe machen. Oh, und ihr seht auch hier graue Haare. That's how you know it's real hair. kann man auch noch ein bisschen auskämmen. Das ist jetzt der Afro Shoulder Chic Length. So heißt dieses Modell. Es gibt auch noch eine längere Variante. Die heißt, glaube ich, Mermaid. Auch das schreibe ich euch alles noch drunter. Und die Tressen haben tatsächlich verschiedene Längen, sodass du sie so stylen kannst, dass du eine Länge hinbekommst, die du möchtest. Und es kommt alles schon so fertig. So sehen die aus. Innen. Also es sind wirklich ganz normale Clip-Ins, die du einfach hier dran machst. Ich glaube, es ist gut, wenn man vorher die Haare, wenn du die vorher in Cornrows machst, dass es einfach einen besseren Halt hat und dass du dir auch deine Haare nicht ausreißt. Ich werde das mal testen und mal gucken, was man daraus machen kann. It's totally new to me too. Aber ich bin mega excited. Ich freue mich echt, dass das jetzt geklappt hat. Und the hair is here. Ich melde mich zurück mit dem fertigen Look. Und dann sehen wir, was da rausgekommen ist. Ich habe keine Ahnung. Also bis gleich.